Hi, Lieben. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe für euch heute wieder ganz informatives Video vorbereitet, aufgebraucht. Es bedeutet, ich zeige euch Leerflaschen von Pflegeprodukten. Selber Parfüme sind heute dabei. Sehr viele Make-up-Produkte, die ich habe aussortiert oder ich habe leer gemacht. Deswegen starten wir. Foundation von Giorgio Armani Luminous Silk. Ja, ich habe diese Foundation auch gehabt. Übrigens, ich habe die aussortiert, steht bei mir diese Flasche schon seit, ich denke, 5 Jahren, schon lange gekippt natürlich. Leichte Textur, leichte Deckkraft, sitzt so, so leicht, sehr natürlich, hat lebendige Glow. Eigentlich wunderschöne Produkte. Aber ich habe damals diese Foundation nicht verstanden. Wahrscheinlich meine Basic-Creme war damals falsch. Ich habe eine Zeit für mich Basic-Creme gesucht und damals vor 5 Jahren, ich habe mein Gesicht ein bisschen anderes gepflegt. Also eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr gutes Produkt. Und Nummer 4, es ist fantastischer natürlicher Farbton. Wow, wer könnte vorstellen, dass bei Marke Balea gibt es eine geniale Primer. Bis jetzt meine aller Lieblingsprimer, der macht Haut glatt, also der kaschiert breite Poren und Falten. Man sieht tatsächlich Unterschied. Dieses Produkt ist besser als viele High-End-Produkte. Ich benutze Primer, ich sage euch ehrlich, nicht so oft. Deswegen, ich habe nicht aufgebraucht. Hier ist noch sehr viel Produkt drin, aber ich habe für mich tatsächlich schon neue nachgekauft. Diese ist leider gekippt. Ich habe zu diesem Primer schon ein Video für euch extra gemacht. Ich wollte für euch hier verlinken. Als ich habe diese Probchen einmal getestet, ich habe sofort für mich Full Size bestellt. Foundation von Yves Saint Laurent Touch Eclat Le Teint. Übrigens, Probchen war in der Nummer B40 Sand, zu dunkel. Ich habe für mich in Nummer B30 bestellt, leider immer noch dunkel, aber wenigstens ein bisschen heller. Also Leute, das ist meine erste Foundation von Marke Yves Saint Laurent. Ich war sofort verliebt in diese leichte Textur, sehr natürliche Finish, unglaublich leichte Tragesgefühl, man spürt diese Foundation nicht, sitzt den ganzen Tag, seidige Textur. Ich mische ein bisschen zusammen mit Estee Lauder Double Wear, aber leichte Version. Bei Estee Lauder habe ich ein bisschen zu hell und diese Foundation ist ein bisschen zu dunkel, aber diese Kombi dann perfekt. Übrigens, hier gibt es keinen Alkohol. Ich könnte für euch Link und Nummer unter mein Video im Infobox lassen. Noch eine Foundation, jetzt ist von Charlotte Tilbury Beautiful Skin in die Farbe 3 Neutral. Hat eine meiner Zuschauer mir empfohlen, die hat mich angefixt, als diese Foundation wurde neu rausgekommen und gehört auch zu meinen Favoriten. Auch leichte, cremige Textur, fantastischer Finish. Sitzt auf dem Haut so schön, macht Make-up so wunderschön, edel. Ich habe Mischhaut und diese beide Foundation würde perfekt passen für trockene Haut, Mischhaut. Eigentlich, ich denke, die beide würden auch passen, ölige Haut sehr gut. Also diese Foundation würde gerne irgendwann wiederholen, aber ich habe Estee Lauder auch für mich entdeckt. Ich könnte euch zeigen und ich liebe Estee Lauder. Ist ein bisschen schon andere Farbton. Tatsächlich Estee Lauder passt meine Hautton 1:1. 1N2 Ecru. Ja. Von Estee Lauder habe ich Double Wear Stay in Place Make-up mit Lichos Factor 10, übrigens auch leer gemacht. War jahrelang meine Favorit. Ich habe immer so viel zum Beispiel drinnen gehabt und dann sofort für mich Nachschub gekauft. Also diese Foundation dürfte bei mir früher nie leer sein, weil damit ich habe gewusst, mein Make-up sitzt den ganzen Tag perfekt. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob das alles in Ordnung ist. Auf diese Foundation, ich könnte mich immer verlassen. Besonders, ich habe geliebt bei der Arbeit, diese Foundation früh zu tragen, weil dann habe ich gewusst, dass da ist alles in Ordnung, da muss ich keine Sorge machen. Ich habe die Nummer 2N1. Ja, kann man sehen. 2N1.
Giorgio Armani UV Meister Primer SPF 40 PA 3x+. Vor vielen Jahren, dieses Produkt war einfach nur revolutionäres Produkt. Der hat wunderschöne diesen Scheineffekt, aber gleichzeitig sehr hohe Lichtschutzfaktor. Deswegen habe ich unter jedem Foundation benutzt. Und so gerne auch selber ohne Foundation. Einfach so. Mir hat immer dieser leichte Scheineffekt an meine Haut gefallen. Also etwas Perlmutt. Hat leichter beige Farbton. Hat Haut nicht weiß gemacht. Aber ich habe für mich ganz tolle Alternative dazu gefunden, weil Giorgio Armani ist sehr teuer. Und zwar beim chemisch-koreanischen Marke Artless Glow Base mit SPF 50+, PA 3x+. Das ist heutzutage beliebteste Produkt, nicht umsonst. Und mir gefällt, das Make-up drüber sitzt fantastisch. Mir gefällt diese wunderschöne, seht ihr? Dieser Glow Finish hält Make-up länger als sonst. Und Make-up sieht auch sehr schön damit aus. Ich pflege mein Gesicht tatsächlich richtig, ich pflege richtig gut. Deswegen, eigentlich, ich brauche keine Primer. Aber einige sind so genial, so toll, wie zum Beispiel diese Primer mit so hohem Lichtschutzfaktor 40. Deswegen, Giorgio Armani ist richtig gutes Produkt, aber ich würde für mich nicht nachkaufen. Sehr teuer. Könnten wir vorstellen, dass ich Lidschattenpalette ausmiste, weil selber diese Verpackung hat sich zerstört, zerlegt. Es ist Plastik, Kunststoff, aber ist schon so klebrig, so ekelhaft. Das war Naked 2 von Urban Decay Lidschattenpalette. Also damals, diese Palette war meine allerlieblings, weil das sind wunderschöne, nude, matte Farben. Erste diese Farbe war mit Schimmer. Ja, diese nur war mit Satin Finish und damit ich könnte verschiedene Smoky Eye kreieren. Aber ich würde die trotzdem nicht nachkaufen. Ich habe was Besseres gefunden. Auch von Urban Decay, auch die Palette Naked, aber das ist jetzt, seht ihr, diese Variante, das ist jetzt moderne. Diese Palette ist sehr ähnlich, aber die ist viel schöner. Besonders diese, oh, die sind so weich, so seidig, aber einige sind hier wie fantastische Topper. Make-up, Augen sehen damit tatsächlich so wunderschön aus. Leute, das ist tatsächlich meine neue Favoritpalette. Perfekte Basic Lidschattenpalette. Sally Hansen Insta 3 Top Coat. Früh, das war meine absolute perfekte Top Coat, denn ich habe für mich immer wieder und wieder nachgekauft. Bei dem Nagel wurde in 5 Minuten ausgetrocknet. Ich habe keine Geduld und keine Lust, selber 15 Minuten warten, deswegen 5 Minuten, das war für mich optimal. Tatsächlich, ohne Witz. Als Sally Hansen wurde von unserer Drogerie verlassen, ich war natürlich sehr traurig. Ich muss für mich eine Alternative suchen. Also es könnte nicht sein, dass es gibt es nur einzelne Topcoat, der in 5 Minuten meinen Nagellack wird austrocknen. Und zwar bei diesem Topcoat war auch eine Probleme. Ihr wisst ja, Sally Hansen ist nicht so günstige Marke. Und wenn noch so viel Produkt war übrig, wurde sehr dickflüssig, dass man könnte nicht mehr auf dem Nagel aufzutragen. Deswegen, ich muss immer ein Viertel ungefähr oder ein Viertel immer wegschmeißen. Es war sehr teuer. Deswegen, wie gesagt, eine Alternative zu suchen, es hat sich gelohnt und ich habe gefunden. Das war Zufall, als ich habe für euch eine Adventskalender von Marke Essie mit Nagellack ausgepackt, dann war da auch eine Topcoat dabei. Habe ich dann für mich erste Mal von Essie ausprobiert und oh mein Gott, Halleluja! Ich habe endlich für mich perfekte Topcoat gefunden. Nagellack trocknet auch in 5 Minuten aus, aber der wird nicht so schnell hier dickflüssig. Eigentlich, man könnte ihn benutzen, fast bis Flasche leer wird. Ja, obwohl es auch fast gleich teuer wie Sally Hansen, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, ich habe auch einmal Topcoat von Marke Annie gekauft, oder Annie, ich denke. 6 im 1. Nummer 950,
Der war tatsächlich sehr, sehr gut. Eine man könnte beim Douglas kaufen. Von Marke Essie Studio Nails XXL Nail, also speziell Lack gegen dünne, brüchige Nägel. Ich würde sagen, tatsächlich, Nägel fühlen sich mehr robuste. Also für dieses Geld, ich finde, das ist nicht schlechtes Produkt. Es ist nicht so, dass Nägel wurde gesünder geworden, aber auf jeden Fall, mein Nägel war besser. Nagellack von OPI liebe ich sehr. Das ist meine Lieblingsmarke neben Essie, weil Farbauswahl hier ist fantastisch. Die trocknen super aus und mir gefällt, wie sie liegen auf dem Nagel. Aber eigentlich OPI, man könnte, ich denke, sehr gut mit Essie vergleichen. Nummer L64. Diese Farbe war für Sommer wirklich wunderschön. Ich habe leer gemacht. Man könnte leider nur online bestellen. Und dann von Sally Hansen Step 1 429. Das ist die Farbe Scarlet. Das ist ein Nagellack, der sieht wie ein Gel auf dem Nägel. Genau, Miracle Gel. Ich habe auch diese Farbe sehr geliebt. Also wirklich wunderschön. Saß auf dem Nägel sowas wunderschön. Aber wieder sehr schnell wurde dickflüssig. Und deswegen konnte ich leider nicht mehr zum Ende benutzt, also sehr, sehr dickflüssig geworden. Wenn ihr wolltet lernen, Lidstrich zu ziehen, wenn ihr seid Anfänger, ich könnte euch empfehlen, aus der Drogerie von Marke Maybelline Curvitude Eyeliner. Ja, der ist nicht kaputt, der hat tatsächlich diese Form. Und dadurch einen Lidstrich zu ziehen, geht wie von allein. Das geht so easy. Boah, der ist immer noch gut. Der liegt bei mir schon so lange, ich wollte ihn endlich ausmisten. Ja, das ist nicht so ganz gut wie von Anfang, aber das ist was Gutes beim diesem auch Eyeliner, dass der nicht so schnell wird ausgetrocknet. Und tatsächlich, ihr könnt dieses Produkt benutzen bis zum Ende. Es ist nicht so günstiges Produkt, aber jeder Cent wert. Meine Lieblingstoner von Marke Dalton, Comfort Clean Sensitive Skin, ist milder formuliert, der glattet Haut, tonisiert, vorbereitet Haut für weitere Schritte im Pflegeroutine, spendet intensiv Feuchtigkeit. Hier gibt es Spirulina aus dem Meer, pflanzliche Extrakte, die tonisieren unsere Haut. Ich bestelle mir diese Toner wieder nach und nach. Ich habe an dieser Woche bei Marke Dalton 20% Rabattcode. Heißt Natalie20. Dann könnte ihr auf ganzes Sortiment außer reduzierte Waren 20% sparen. Diese Aktion ist nur eine Woche gültig. Es gibt eine ganz tolle Creme bei Marke Dalton für trocknende, reife Haut oder für Hals und Dekolleté. Wenn man hat zum Beispiel Falten, die ich bestelle mir wieder nach und nach. Q-Zinn polstert Haut auf, spendet intensiv Feuchtigkeit und glattet Haut. Enthält Lipiden, Wirkstoff, das ist wie ein natürliches Fett, was fehlt unserer Haut hier am Hals. Und dadurch unsere Haut wird älter und dann sieht trocken aus und dann schwabbelig. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen Q10 oder Produkte mit Lipiden sind für diese Zone am besten geeignet. Weil das ist einzelne diese Wirkstoffe, die könnten von außen in unsere Haut eingezogen werden. Und Q10 ist tatsächlich ein sehr beliebtes Produkt. Obwohl diese Creme ist reichhaltig, trotzdem hat sehr luftige Textur. Ich benutze nicht auf meine Mischhaut, ich benutze nur für meine Hals und Dekolleté. Dafür diese Creme bei mir ist super. Aber wenn man hat trockene Haut, dann ist natürlich einfach nur perfekte Creme. Also ja, das ist absoluter Favorit. Ich habe übrigens von Marke M. Assam einmal Retinol auch getestet. Hat leider nichts gebracht. Das ist für mich, das seht ihr, das ist keine Änderung gemerkt. Überhaupt nichts. Wisst ihr, bei mir hat diese Creme nichts gebracht. Ich weiß nicht selber, wie viel Prozent hier von Retinol ist. Die zum Beispiel würde ich für mich nie nachkaufen. Eigentlich selber Textur ist schön, sieht im Haut sehr gut an. Also sehr angenehme Creme. Hat meine Haut nicht gereizt. Und bei Marke Dalton gibt es auch solche Beauty Sets.
Das ist eigentlich mein Lieblingsset. Also das ist genau diese Produkte, die ich immer benutze. Dieses Set besteht immer aus drei Produkten. Zwei Serum in Reiseversion und eine Creme im Full Size. Die Creme war hier meine Lieblings, Hyaluronic Urea Boost. Serum war eine Serum, das ist das, was ich habe jetzt schon in Anwendung. Ich habe von hier rausgenommen. Triple Hyaluronic Boost, das ist auch mein Favorit. Und nächste Serum hier war mit Ceramiden. Das ist auch meine absolut Must-Have. Diese Ceramiden muss ich immer haben. Also die alle Produkte aus diesem Set wurde passend eigentlich für jede Hauttyp. Spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Und durch das hier dazu gibt es Ceramiden, dann unsere Haut wird nicht so schnell Feuchtigkeit verliert. Dieses Set wurde passend selber Leute wie ich mit Rosazea und Kupyrose. Creme, die war hier, diese Hyaluronic Urea Boost, ist es meine Must-Have, meine Favorit-Creme. Creme, die ich benutze immer. Das ist wie Basic Set. Ihr könnt ihn für sich kaufen zum Probieren, wenn ihr wolltet etwas von Dalton erst einmal probieren oder zum Schenken jemanden kaufen. Das ist, wie gesagt, universales Set. Ganz solide gemacht und der ist, ich denke, momentan in Angebot. Also ich habe vergessen. Link lasse ich für euch unter meinem Video im Infobox. Von Marke Banila.co Clean It Zero Reinigung Balm. Wenn ihr diese Marke kennt, ihr wisst, dass da gibt es diese Balm in verschiedenen Farben verpackt. Natürlich, ja, es ist nicht nur verschiedene Farbe, das sind auch verschiedene Inhaltsstoffe für verschiedene Hauttypen. Diese Rosé, ich kaufe für mich erst mal. Diese Balm schmilzt zwischen warme Hände momentan ganz leicht auf dem Haut aufzutragen und einmassieren, damit natürlich wir entfernen unsere Make-up viel sanfter. Und das ist der Grund, warum dieser Reinigungsbalm heutzutage wurde populär, weil diese ölige Textur vermeiden, dass wir unsere Haut ziehen oder reiben. Das ist Maximum delikate Reinigung. Deswegen, ich liebe solche Reinigung Balm, Reinigung Öle, aber die sind auch verschiedene und wie gesagt, diese von Banila.co gehört zum allerbesten. Von Kiehl's Calendula Herbal Extract Toner Alkohol Free. Ist relativ teuer, ihr kennt Marke Kiehl's. Das ist eine, wie ein Naturprodukt, ganz toll beruhigt Haut. Selber als hier war noch flüssig, dann diese Calendula-Blätter wurden hier geschwommen. So sieht wie Apotheke-Produkt. Wirklich tonisiert und beruhigt Haut. Sehr, sehr gut. Die sind natürlich absolut verschieden. Mit Calendula super für irritierte Haut, sehr sensible Haut. Für die Leute mit Rosazea, Kupyrose, die brauchen wirklich mildere Produkte. Calendula-Extrakt auch stärkt Gefäße unserer Haut. Dalton ist mehr pflegende Produkt. Also Dalton-Toner tonisiert Haut und glättet Haut. Also zusätzlich noch wie Anti-Age funktioniert. Zusätzlich strafft unsere Haut. Man merkt, Haut wird mehr fest. Deswegen, die beiden sind meine Favoriten und die beiden sind absolut verschieden. Ich würde sehr gerne beide haben. Meine Lieblings-Marine Selection Anti-Age Ampullen Set. Also, wenn ihr neu seid zwischen uns, wenn ihr habt über Dalton noch nicht gehört oder gehört, aber wisst ihr nicht noch, was ihr da probiert solltet, ich würde euch sehr empfehlen, dieses Set mit Ampulle. Das ist keine einfach nur Spaß, nein, das sind wie Serum, aber viel höher konzentrierte. Ampulle wurden entwickelt für momentanen Effekt, wenn man hat müde Haut, kaputte Haut, wenn man hat Probleme und man muss sehr schnell diese Probleme lösen, wenn man muss seine Haut sehr schnell wieder in Ordnung bringen. Hier gibt es fünf meine Allerlieblingsampulle, also gab es, ja, hier gibt es schon nichts mehr, dieses Set ist leer. Extreme Lift, Lifting Effekt. Hyaluronic Acid spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Sehr Skin essentielle Aktivate, pflanzliche Stammzellen, genau, die aktivieren unsere eigenen Zellen, um sich erneuern, Verjüngungsprozess, ja, die geben diesen Schub, die geben diesen Kick und sagen so, jetzt aber wird
arbeiten so und so. Q10, glatten Haut, aufpolsternder Effekt. Caviar Deluxe macht alles. Ich denke, hier ist die teuerste Ampulle. Ja, das ist eine Möglichkeit, um alle diese Ampullen zu testen und für sich entscheiden, was ist Lieblingsampulle. Ich würde zum Beispiel diese Ampulle benutzen in einer Kur, wenn ihr wolltet wirklich ein tolles Resultat sehen. Wenn ich weiß, dass für besonderes Anlass, ich habe eine Woche Zeit, dann benutze ich jeden Abend eine Ampulle. Ich benutze oder verschiedene Ampullen oder benutze meine Lieblings eine Sorte Ampulle, aber jeden Tag. Dann ich weiß, dass in einer Woche meine Haut Bombe, also wirklich so straff, geliftet, aufgepolstert, faltenfrei, ob ich habe da wochenlang im Salon verbraucht. Ja, natürlich vielleicht ich übertreibe, aber tatsächlich diese Ampulle, das ist das, was ich könnte, also das habe ich immer. Ich wollte euch sagen. Leute, ich merke, ich bin müde. Mein Make-up langsam verabschiedet sich. Deswegen, das ist das Letzte, was ich wollte euch jetzt zeigen, Parfüme. Ich habe aber komische Natur. Ich könnte eine Parfüm bis zum Ende nicht benutzen, weil ich mag, wenn ein bisschen noch etwas drin bleibt. Ich liebe dieses Design. Und ich denke, es ist Kunst. Wie kann ich das wegzuschmeißen? J'adore Dior. Dior, j'adore. Leute, ihr werdet jetzt im Schock. Ich bin selber jetzt im Schock. Ich kenne meinen Mann seit 15 Jahren. Diese Parfüm habe ich als Geschenk von anderen Mann bekommen, vor dem meinem Mann. Ja, das ist so Detailen. Wahrscheinlich interessiert keine, aber nur so, ich könnte mir nachfolgen, wie alt diese Parfüm ist. 16, 17 Jahren ungefähr. Ja, diese Parfüm habe ich. Gott! Habt ihr auch eine Parfüm, die ist so alt, 17 Jahre? Damals, ich habe diese Parfüm im Sommer als Geschenk bekommen. Ich habe genossen, ich habe überall getragen. Ich war so verliebt. Damals gerade Dior J'adore, das war Ikone. Jeden Tag überall, selber vor dem Schlafen und dann, ich habe Nase voll gehabt. Ich denke, 10 Jahre stand bei mir nachher diese Flasche ohne zu benutzen. Ich mochte diese Parfüm irgendwie nicht mehr. Aber jetzt gerade, ich habe geöffnet und ich habe festgestellt, ich reagiere auf diese Duft wieder ganz anders. Ich mag diese Duft wieder. Also Leute, das ist sehr elegante, schicke Duft, Edelduft. Duft, der hat sehr lange Schleife, tatsächlich, hält den ganzen Tag, sehr feminin Duft. Ich sehe vor meinen Augen jetzt dieses Bild von dieser Werbung, dieser Dior J'adore, ja, mit dieser Schauspielerin. Luxus, elegant, guter Geschmack, unsterbliche Klassik. Wunderschöner Duft, oh mein Gott. Ich wollte natürlich zum Ende benutzen, Roberto Cavalli. Diese Duft habe ich für mich selber gekauft, auch schon lange, lange her, im Sommer gekauft. Und dieser Duft tatsächlich riecht für mich nach Sommer, nach Urlaub, nach guter Laune. Der ist aber sehr intensiv, hat lange Schleife, hält den ganzen Tag. Dieser Duft hat meine Mama auch sehr geliebt, deswegen habe ich ihr einmal geschenkt. Deswegen wahrscheinlich diese Flasche würde ich nie wegschmeißen. Dolce & Gabbana Intense Eau de Parfum. Wow, dieser Flakon, diese rote Farbe, wunderschön. Früher, Dolce & Gabbana war meine allerlieblingsmarke. Ich habe tatsächlich davon meistens Parfüme gehabt. Sevan und Seblu. Und diese Parfum Intense habe ich sehr gerne im Winterzeit getragen. Das ist warme, elegante, pudrige Duft für besonderes Anlass, für Abend, für Theater. Ich weiß nicht warum, vielleicht diese Farbe und diese pudrige Duft. Diese Parfum eigentlich, ich habe tatsächlich getragen sehr oft. Ich habe diese Flakon sehr schnell leer gemacht, war meine Lieblings. Es ist schicke Duft. Leute, das war das Letzte, was ich wollte euch heute zeigen. Ich hoffe, ihr habt heute Spaß mit mir zusammen gehabt. Wenn ja, dann freue ich mich auf eure Daumen nach oben. Natürlich, wenn ihr seid neu auf meinem Kanal und ihr gefällt meine Content und ihr wolltet mich wiedersehen, dann abonniert meinen Kanal. Es ist absolut kostenlos. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dabei war. Bis zum nächsten Mal. Eure Natalie. Ciao.